Du schnarchst, dass sich die Balken biegen, oder du wachst morgens auf und weißt nicht, warum du dich nicht erholt fühlst, obwohl du eigentlich lange genug geschlafen hast, dann zeige ich dir heute einen kleinen Trick in Form eines kleinen Klebebands, was deine Schlafqualität und deine Lebensenergie deutlich verbessern wird. Sei gespannt! Lieber Freund der Gesundheit, schnarchst auch du nachts, dass sich die Balken biegen? Oder du wachst morgens auf und fühlst dich nicht erholt, obwohl du eigentlich lange genug geschlafen hast? Du hast diesen morgendlichen Nebel im Kopf, deine Stimmung ist nicht so toll. Vielleicht wachst du morgens auch auf und hast einfach nur einen trockenen Mund oder ja, ein schlechtes Mundgefühl. Es kann aber auch sein, dass du tatsächlich ein bisschen heiser bist oder ja, viele starke, schwarze, dunkle Augenringe hast. Dann sind das alles Zeichen dafür, dass du zu viel über den Mund atmest. Wir wollen versuchen, deine Atmung dahin zu bringen, dass du wirklich effektiv durch die Nase atmest und dein Gehirn auch ja, unbewusst die Nasenatmung bevorzugt. Dieses kleine Stückchen Tape oder Klebestreifenstückchen wird dir dabei helfen, dieses Problem in den Griff zu kriegen. Was ist aber das Problem bei der Mundatmung? Unser Körper ist so gebaut, ich habe immer gerne das Sprichwort parat, wir atmen durch die Nase und essen durch den Mund. Wir wollen das Ganze ja auch nicht andersrum machen und unsere Nahrung durch die Nase zunehmen, genauso wenig wie wir es wollen, dass wir durch den Mund atmen. Der große Vorteil bei der Nasenatmung liegt darin, dass unsere Nase ein sogenanntes Stickstoffmonoxid bildet, was wiederum beim Einatmen mit der gesamten Luft in unsere Lunge transportiert wird. Das NO, also das Stickstoffmonoxid, hat den Effekt und die Aufgabe, den Sauerstoff besser und schneller in unseren Blutkreislauf zu bringen. Das heißt, unsere eingeatmete Sauerstoffmenge kann deutlich besser von unserer Lunge aufgenommen und verwertet werden. Das hat wiederum den Effekt, dass wenn wir durch die Nase atmen, deutlich ja, langsamer atmen können. Das heißt, wir brauchen nicht eine so hohe Atemfrequenz zu haben, um die ausreichende Menge an Sauerstoff auch wirklich in unserem Körper benutzen und verwerten zu können. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn wir, ich sag mal, regelmäßig durch die Nase atmen, vor allem auch beim Sport oder jetzt eben in der Nacht, unsere Durchblutung auch angeregt wird. Durch eine bessere Durchblutung unseres Körpers haben wir auch einen positiven Einfluss auf unseren Blutdruck. Der wird nämlich dadurch nach unten gefahren und gesenkt. Die Nase hat neben den, ich sag mal, ja, chemischen Vorteilen jetzt in der Atmung auch noch den Vorteil, dass wir erstens unsere Luft, die wir einatmen, vorher erwärmen. Wir befeuchten die Luft, was wiederum besser ist für unsere Lunge. Und auf der anderen Seite filtern wir die Luft und sorgen dafür, dass weniger Schadstoff in unseren Körperkreislauf gehen können. Wenn du jetzt weißt, dass du ein starker Schnarcher bist, dann solltest du diesen Tipp auf jeden Fall ausprobieren. Denn mit dem Schnarchen hängt oft auch die sogenannte Schlafapnoe zusammen. Das heißt, das Aussetzen über einige Sekunden bis teilweise über eine Minute des Atemzykluses, was wiederum zu wirklich gefährlichen Problemen führen kann. Die Erholungsrate deines Schlafes ist massiv davon abhängig, wie viel Sauerstoff dein Körper bekommt und wie entspannt du auch atmest. Denk nochmal daran, was ich vorhin gesagt habe. Die Atemfrequenz wird reduziert, wenn wir durch die Nase atmen und wir bekommen mehr Sauerstoff in den Körper. Also wäre es doch fahrlässig, wenn wir das nicht ja, umsetzen und nutzen und unseren Körper dazu bringen, endlich richtig durch die Nase zu atmen. Wie das Ganze funktioniert, ist relativ simpel. Mir ist nur ganz wichtig, dass du diesen Test und diese Übung bzw. den Tipp nur dann umsetzt, wenn du nicht gerade eine sehr verstopfte Nase hast. Denn wenn deine Nasenhöhlen bzw. deine Atemwege in der Nase schon eh voll und verstopft sind, dann wirst du natürlich schlechte Luft bekommen und für diesen Zeitpunkt ist diese Übung, dieser Tipp nicht unbedingt geeignet. Wenn aber deine Nase soweit frei ist, dann solltest du nicht länger warten und direkt heute, wenn du das Video geschaut hast, nachts einmal versuchen, das Ganze umzusetzen. Was brauchst du dazu? Es ist ganz simpel. Du brauchst eigentlich nur einen ja, knapp 1 cm dicken Klebestreifen. Wir nehmen oder empfehlen auch immer dieses Kinesio-Tape. Das ist einfach nochmal ein bisschen elastischer als ein klassisches Tape oder ein Pflaster. Aber letztendlich tut es auch ein normales Tape, was ihr vielleicht zu Hause oder was du vielleicht zu Hause in deiner Apotheke stehen hast. Schneide dir einen kleinen Streifen runter und klebe dir diesen Streifen genau mittig auf die Lippen. Und zwar ist es senkrecht. Es geht nicht darum, den ganzen Mund zuzukleben, sondern es geht nur darum, dem Gehirn quasi ein Signal zu geben, hey, hier ist eine kleine Sperre da, benutze doch mal die andere Öffnung zur Atmung. Und deswegen, damit ihr auch oder damit du auch immer wirklich auf Nummer sicher gehst,
bitte das Tape so anlegen, dass immer ein kleiner Spalt im Mund offen bleibt. Dann bist du auch immer vom psychischen Zustand her ganz entspannt und weißt, ha, im Notfall kriege ich ja noch genügend Luft. Diese Tapes sind auch nie so stark, dass du, selbst wenn du keine Luft durch die Nase bekommen würdest, quasi ersticken kannst, denn sobald ein Einatemreflex kommen sollte, öffnet sich dein Mund so stark, dass dieses Tape definitiv nicht hält und davon auch abgeht und du wieder ganz normal Luft bekommst. Wenn du deine ersten Nächte oder die erste Nacht mit dem Tape erlebt hast, lass uns doch einen Kommentar hier unter dem Video und beschreibe uns, was sich bei dir getan hat. Ist deine Schlafqualität besser geworden? Fühlst du dich besser? Hast vielleicht endlich wieder mal geträumt, bewusst geträumt? Solche Dinge interessieren uns ganz arg und wir freuen uns darüber, wenn du uns das auch mitteilst. Ansonsten lasse uns natürlich auch wieder einen Daumen oben da, teile dieses Video mit anderen Schnarchern oder Menschen, die Probleme haben mit ihrem Schlaf und abonniere unseren Kanal, damit du die anderen Videos nicht weiter verpasst. Ich wünsche dir viel Erfolg und eine gute Nacht. Bis bald, euer Freddy vom Sanotyp.